gar nichts zur Maya sagen, weil sie jeder kennt, aber es ist mir trotzdem ein großes Anliegen, weil aus meiner Sicht ist Maya mit einer der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Autorin im deutschsprachigen Raum, die genau diese Themen, die uns jetzt hier auch auf dieser Tagung beschäftigen, mehr als jeder andere im Deutschsprachigen vorangetrieben hat und überhaupt erst auch die Wege dahin gebahnt hat. Maya Storch ist eine der Entwicklerinnen des Zürcher Ressourcenmodells und hat es aber immer weiterentwickelt, auch in Richtung dieser Arbeit mit Mottozielen, eine fantastische Art, wie man mit inneren Bildern und mit Visionsgestaltung und so weiter Orientierung in sein Leben bringt, Motivation in sein Leben bringen kann und unbewusste, unwillkürliche Kräfte mobilisieren kann. Und das ist genau das, was mich immer auch so fasziniert hat an Mayas Werk. Und ich habe enorm viel von ihr gelernt und bin ihr auch sehr dankbar. Wir haben öfter schon auch was zusammen gemacht, aber ich glaube, sie hat sicher nicht annähernd so viel von mir profitiert wie ich von ihr. Ich habe jedenfalls sehr viel von ihr profitiert, weil sie in einer meisterhaften Art erstmal einen unglaublichen Überblick hat über die ganze neurobiologische Forschung und über alle diese neuen Entwicklungen, aber eben gerade, was viele Leute nicht so gut können, das hervorragend verbinden kann wieder mit Schlussfolgerungen für die Praxis und was das eigentlich heißt, wie Theorie und Praxis zusammengebracht werden kann in ganz handfeste, alltäglich nutzbare Interventionen, die ungeheuer wirksam sind, sodass man praktisch Kognition und Intuition in optimaler Weise zusammenbringen kann. Und das ist ja eigentlich auch das ganze Tagungsthema. Reden reicht nicht. Wir brauchen Zugang zu limbischen Prozessen, zu all diesen unwillkürlichen Prozessen, die über die Art, wie unser Gehirn organisiert ist, eben zustande kommen. Und da gibt es kaum jemanden, den ich kenne, im deutschsprachigen Raum überhaupt niemanden, den ich kenne, der das so meisterhaft und so präzise und gut verständlich gleichzeitig macht wie die Maya. Außerdem, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen neidisch auf die Maya immer. Weil die Maya, die schreibt immer so gute Bücher und das finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Weil ich werde auch gern so schreiben und wenn ich was sage, dann die Leute sagen zu mir immer, Mann Gottes, wenn du nur annähernd so ein bisschen so schreiben würdest, wie du redest, das wäre so erträglich. Wie du schreibst, das ist schon eine Qual und da finde ich und da finde ich dann, was die Maya macht, ungeheuer toll und da versuche ich immer davon zu lernen wieder. Und außerdem muss man sagen, neben dem, dass sie so wunderbare Interventionen und so viel Verdienste für die Embodiment-Entwicklung gemacht hat, ist die derartig vielseitig, dass sie sogar Organistin noch ist, sodass wir uns schon jetzt gerade ausgemacht haben, dass bei der nächsten Tagung wir unbedingt eine Orgelkonzerteinlage mit dem Maya Storch natürlich mit einplanen werden. Und so. Aber ich finde, mit meinen Beiträgen jetzt, da bin ich nur noch langweilig. Ich finde, ich sollte das Feld überlassen jetzt für der Maya, damit man diese wunderbaren, anregenden Sachen wieder hört. Vielen Dank. Ja, Mensch, lieber Gunther, das war ja so eine goldige Einführung. Vielen, vielen Dank. Ich bin ja völlig berauscht von mir selber jetzt gerade. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich selber freue mich extrem, hier den Eröffnungsvortrag heute halten zu dürfen. Ich habe gerade zum Herrn Trenkle gesagt, als ich Studentin war, Psychologiestudentin, da war ich schon hier bei den Tagungen. So damals habe ich so Hilfsdienste gemacht, wo damals die ganzen Leute aus Amerika eingeladen wurden und wo der Herr Trenkle noch rumgelaufen ist mit Schuhen an namens Roots. Vielleicht kann sich da jemand dran erinnern, an diesen Schuhtyp. Ja. Und für mich ist das fantastisch. Ich habe immer, was die Heidelberger gemacht haben, ganz besonders toll gefunden. Und da jetzt ein Teil davon zu sein und da so eine Tagung zu eröffnen, ist einfach klasse. Ich habe Ihnen jetzt etwas mitgebracht zum Thema Embodiment. Und zwar werde ich einen Vortrag halten in drei Etappen. Es gibt ein bisschen Theorie, dann machen wir ein paar Experimente miteinander
und dann werden wir Praxisbeispiele bringen. Ein bisschen Theorie ist deswegen wichtig, damit man eine kleine intellektuelle Grundlage dafür hat, was Embodiment heißt. Und ich glaube, das hilft Ihnen dann auch für die kommenden Tage, das, was Sie da erleben, theoretisch einzuordnen. Diese ganze Thematik, warum wir überhaupt im Abendland dieses Thema Embodiment extra zu einem Thema machen müssen, einen Namen dafür erfinden müssen, Artikel drüber schreiben müssen, hat damit zu tun, dass wir seit René Descartes etwas in der abendländischen Philosophie haben namens Leib-Seele-Problem. Diese Idee von René Descartes, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, hat dazu geführt, dass bei uns so eine Vorstellung existiert, als sei Körper und Kopf etwas Getrenntes. Descartes hat es genannt res cogitans, das ist das denkende Ding, und res extensa, das ausgedehnte Ding. Und das ausgedehnte Ding, das ist Körper, das ist Materie und es ist im Prinzip relativ untauglich und es ist auch nicht das, was den Menschen als menschliches Wesen erkennbar macht und ausmacht, sondern den Menschen als Menschen erkennbar und ausmachen tut das Denken. So ist die Grundidee. Was daraus resultiert, das kann man sich so vorstellen. Ich habe hier, das ist eine Skulpturengruppe, die das sehr gut beschreibt. Wenn wir Psychotherapie machen oder Beratung oder Coaching, haben wir es ganz oft mit Menschen zu tun, die so ein Körperbild haben. Also oben Kopf ist relativ ausgeprägt. Die Hände sind auch noch wichtig, um das Handy zu bedienen und um die Computertastatur zu bedienen. Und darunter hängt aber so eine Art Sack. Ja? Wenn man, wie ich, also ich habe 2 Therapieausbildungen gemacht. Meine erste ist Psychodrama und meine zweite ist Psychoanalyse nach C.G. Jung. Und wenn man vom Psychodrama herkommt, dann fängt man automatisch an und arbeitet mit Menschen halt, mit Körper. Und wenn man da Seminare gibt und Workshops und manchmal nur das Wort erwähnt, jetzt machen wir mal was mit Körper, sieht man sofort, wie die Leute denken, oh Jesus, was passiert, was kommt jetzt, Körper, nein, kann ich gehen, ich glaube, ich muss in die Pause und so. Also es ist einfach überhaupt nicht besetzt, dieser Sack, der da unten dran hängt. Und man hat manchmal den Eindruck, bei den Leuten hört die Vorstellung von sich selber hier beim Gurgelknopf auf. Und wir haben jetzt inzwischen in der Psychologie gute Konzepte entwickelt, die Menschen dabei helfen, sich allmählich auf dieses Körpergeschehen einzulassen. Auch Menschen an der Universität fangen jetzt an, sich mit dem Körper zu beschäftigen. Ja. Körper war sonst immer in der Rechtsmedizin, in der Pathologie haben sie sich mit Körper beschäftigt. Oder halt sonst im Spital, aber bei den Psychologen, bei Psychologinnen, Körper, das war da was ganz Komisches. Das ändert sich gerade massiv. Theoretische Basis Nummer 1, der menschliche Geist ist embodied im Organismus und embedded in die Umwelt. Bedeutung und Erfahrung werden erzeugt durch die andauernde Wechselwirkung von Gehirn, Körper und Umwelt. Ich möchte Sie gleich am Anfang beruhigen, alles das, was ich jetzt theoretisch erzähle, werden wir nachher im Selbstversuch ausprobieren. Das traditionelle Input- und Output-Modell ist seriell und hierarchisch. Man stellt sich vor, draußen, irgendwo draußen ist eine Umwelt und die gibt einen Input an Gehirn, Geist, Psyche, also an so res cogitans Zeugs und das wiederum gibt Befehle an den Körper. Also so ist die traditionelle Vorstellung.
Diese Vorstellung beinhaltet, dass Gehirn und Geist zwischen Welt und Körper vermittelt. Also das ist so eine Art Schaltzentrale, die die Befehle gibt. Und wenn man so ein Modell hat, heißt Handlungsfähigkeit verbessern, den Geist verbessern. Also da, diese ganzen Modelle, wo man sagt, denk doch mal drüber nach und sieh doch ein und wo man so Appelle an den Geist macht, basieren auf so einer Vorstellung. Das Embodiment-Modell arbeitet völlig anders, hat eine ganz andere Idee, wie Umwelt, Geist und Körper zusammenhängen, nämlich, sie sagen, das ist ein Gesamtsystem, was parallel und selbstorganisierend Informationen verarbeitet. Gehirngeist ist embodied im Körper. Körper und Gehirngeist sind embedded in die Umwelt und ergeben insgesamt ein selbstorganisierendes System. Wichtig, es gibt keine vermittelnde Hauptzentrale. Das ist etwas, wo man ganz, ganz lange drüber nachdenken muss, es nacherleben muss, damit arbeiten muss, bis diese Information richtig gesagt ist. Dass es keine vermittelnde Hauptzentrale gibt. Das ist so ein Satz, der liest sich ganz schnell, aber bis man das richtig kapiert hat, braucht man 3 bis 4 Jahre Lebenszeit. Wenn man mit so einem Modell arbeitet, heißt Handlungsfähigkeit verbessern, Koppelungen optimieren. Was sind Koppelungen? Koppelungen sind die Übergänge von Umwelt zu Körper, von Geist zu Körper, von Umwelt zu Geist. An diesen Koppelungen arbeiten wir, wenn wir mit so einem Modell arbeiten. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel für die Koppelung von Körpergeschehen zu psychischem Erleben. Also wir greifen uns aus dieser großen Grafik jetzt mal eine kleine Koppelung raus, und zwar auch nur in eine Richtung, um das mal didaktisch in aller Ruhe aufzubauen. Man nennt diese Koppelung Facial Feedback oder Body Feedback. Facial Feedback nennt man es dann, wenn es darum geht, was erzeugt Gesichtsmuskulatur für ein Feedback auf psychisches Geschehen. Body Feedback nennt man es dann, wenn es darum geht, was erzeugt Körperhaltung für ein Feedback auf psychisches Geschehen. Wir gucken uns beides mal an. Das war auch der theoretische Einstieg jetzt schon mal genug und das erfüllen wir jetzt mit Leben. Experimentalteil. Wir probieren erstmal alle miteinander Facial Feedback. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht. Und ich darf Sie jetzt mal auffordern, Sie können ruhig sitzen bleiben, dass Sie jetzt mal diesen Gesichtsausdruck von den Affen nachmachen. Und zwar würde ich empfehlen, den hier in der Mitte zu nehmen, der besonders grimmig guckt. Aus der Sicht vom Facial Feedback sind hier 2 Sachen wichtig. Das eine ist der Korrugator, diese zusammengezogenen Augenbrauen und dann die runterhängenden Mundwinkel. Machen Sie das mal bitte und halten Sie diesen Gesichtsausdruck einfach für 10 Sekunden. Alle mal bitte jetzt so gucken wie der mittlere Aff. Das ist immer toll von vorne. Und wenn Sie das jetzt, lassen Sie es mal eine Weile noch halten. Wir machen nachher auch noch schöne Sachen. Aber negativer Affekt ist übrigens leichter zu induzieren wie positiver. Also darum didaktisch ist es besser, mit sowas zu arbeiten. Dann werden Sie merken, wie man allmählich so sauer wird und so. Gell? Wenn ich jetzt eine kleinere Gruppe hätte, würde ich mir ein paar Zurufe holen aus dem Publikum, machen wir jetzt nicht, weil es so ein großes Auditorium ist und keiner was hört. Aber weil Sie ja eh erfahren sind mit Körperarbeit, merken Sie das ganz schnell, wie jetzt hier negativer Affekt auftaucht. Jetzt dürfen Sie wieder sich entrunzeln. Dieser Zusammenhang ist den allermeisten nicht professionell tätigen Menschen völlig unbekannt.
dass Sie, wenn Sie Ihre Stirn runzeln und die Mundwinkel runterhängen lassen, auch dadurch schlechte Laune erzeugen können. Die meisten Menschen haben ein theoretisches Modell, wo sie denken, ja, ich habe eine gerunzelte Stirn und herabhängende Mundwinkel, weil ich schlechte Laune habe. Weil heute Morgen mein Auto nicht angesprungen ist oder sowas. Ja? Also sie sagen, die Ursache ist draußen und dann kommt die Stimmung. Es kann aber auch umgekehrt sein und es ist sehr wichtig, darauf zu achten, wenn ich Menschen berate, was habe ich für einen Gesichtsausdruck und was für einen Facial Feedback induziere ich die ganze Zeit. Ja? Jetzt können wir das erweitern zum nächsten, zum Body Feedback. Ich habe Ihnen hier die Naturfreunde Michelbach mitgebracht. Und ich darf Sie jetzt mal bitten, alle aufzustehen. Und die Männer machen bitte mal die Körperhaltung von dem mittleren Mann mit dem grauen Hemd nach. Und die Frauen machen die Körperhaltung von der Frau nach und bekommen auch noch eine kleine Lektion zum Thema, wie erschaffe ich mir selbst eine Hängebrust. Ja? Also was sind die wesentlichen Merkmale? Es ist so ein vorgeschobener Unterkörper. Gell? Die Schultern gehen so nach vorne. Gell? Dann der Kopf geht so auch so leicht nach vorne. Und dann haben wir natürlich schon das Facial Feedback, was wir vorhin schon geübt haben. Ja? Und jetzt stehen Sie mal so einfach wieder ein bisschen. Sie dürfen nachher gleich wieder raus. Aber dass Sie jetzt auch wieder merken, wenn man so steht, was macht das mit mir? Einfach mal selbst reflektieren, wie nehme ich mich wahr? Wie nehme ich die anderen wahr? Was ist meine Einstellung auf die Welt? Bin ich eher optimistisch oder eher nicht? Ja? So, jetzt dürfen Sie sich wieder aufrichten. Ah, Wohltat. Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Dieses Foto hat mir mein Bruder Matthias geschickt aus dem Stadtblättle. Und er hat geschrieben, du machst doch immer so Vorträge mit so Körper und so, vielleicht kannst du das gebrauchen. Und unter diesem Foto steht im Stadtblättle, prächtig amüsierten sich die Naturfreunde Michelbach. Bei ihrer diesjährigen Generalversammlung. Warum finden wir das so lustig? Wir finden das deswegen lustig, weil man instinktiv spürt, dass es überhaupt nicht möglich ist, sich mit so einem Bodyfeedback prächtig zu amüsieren. Das ist nicht machbar, ja? Sondern wenn ich mich amüsieren möchte, brauche ich eine ganz andere Körperhaltung, damit mein Körper mich in eine Stimmung bringt, die Amüsement ermöglicht. Das ist die falsche Körperhaltung dafür. Wie erklärt man sich diese Vorgänge von Bodyfeedback? Man erklärt sich das durch Pattern Completion, Musterergänzung, durch assoziative Wechselwirkungen zwischen Zellverbänden im Gehirn. Sie können sich vorstellen, Informationen sind im Gehirn durch Verbindung von Nervenzellen via Synapsen gespeichert. Also man kann sich das vorstellen wie Stecker, die ineinander gestöpselt sind. Und ein Input-Signal genügt,
weil diese Synapsen sehr vielseitig miteinander verschaltet sind, genügt ein Input-Signal, um eine Gesamtgestalt zu erzeugen. Auf dieser Basis von Pattern Completion arbeiten zum Beispiel auch diese Mustererkennungen, wenn man Gesichter sucht im Internet oder sowas, oder auch die Algorithmen, die Ihnen im Internet immer servieren, was Sie vielleicht auch noch interessieren könnte, wenn Sie auf irgendeine Website gehen. Das sind alles, die arbeiten mit dieser Technik der Mustererkennung. Und so arbeitet Ihr Gehirn auch. Es bekommt ein Signal und dann wird der damit verbundene assoziative Zellverband aktiviert. Grundprinzip, soweit jetzt mal durch Theorie und Experiment als Basis bekannt. Dann können wir jetzt übergehen zur Praxis. Wenn wir uns in der Praxis fragen, wie kann ich denn jetzt mit Embodiment arbeiten? Wie kann ich mit meinen Klientinnen und Klienten so arbeiten, dass sie ein Embodiment machen, was ihnen ermöglicht, in eine Stimmung zu geraten, Handlungen zu erzeugen, die für Sie gut sind und wohladaptiv, nennen wir das, die Ihnen dabei helfen, sich gut zu fühlen und Dinge so zu machen, wie Sie es wollen. Da gibt es eine ganz wichtige Regel zu beachten. Und zwar, Embodiment lässt sich nicht direkt instruieren. Wenn man jetzt zu jemandem hingeht und sagt, stell dich mal schön aufrecht hin, dann kann es sein, dass man rechnende Roboter erzeugt. Ich habe eine Zeit lang Coaching gemacht für eine Outplacement-Firma. Outplacement, das sind Firmen, wenn sie in einer Organisation auf einer bestimmten Ebene von Führungskraft ihren Arbeitsvertrag gehabt haben, dann bekommen sie da drin eine Klausel, dass sie bei einer Kündigung ein Outplacement-Beratung bekommen. Das heißt, es hilft Ihnen jemand dabei, einen neuen Job zu finden. Und ich war Special Consultant für die besonders schwierigen Fälle. Und die besonders schwierigen Fälle, die bei mir eingetroffen sind, die waren alle, kann man sagen, zu Tode gecoacht für diese Bewerbungsinterviews. Ja. Das waren rechnende Roboter, angsterfüllte rechnende Roboter. Die sind zu mir gekommen, ich habe gesagt, zeigen Sie mir mal, was Sie gelernt haben, wie Sie sich im Interview benehmen sollen. Dann habe ich gesagt, ja, also ich muss dem in die Augen gucken, ich darf kein Kaugummi kauen, ich darf die Beine nicht übereinander schlagen, ich darf auch die Hände nicht in die Hosentaschen stecken und ich darf nicht nervös am Kugelschreiber spielen. Und so, das haben die alles im Kopf gehabt, ja, und sie waren dermaßen unspontan, waren überhaupt nicht mehr in der Lage, mit dem Gegenüber sich zu synchronisieren, spontan adäquat zu reagieren, geschweige denn in gutem Kontakt mit sich selber zu sein, sondern es kamen angsterfüllte, schlotternde Bündel in diese Interviews und unter Belastung versagen diese direkten Instruktionen sowieso. Warum? Weil sie sich an den Verstand richten. Und Verstandestätigkeit bricht unter Belastung zusammen. Stattdessen greifen unbewusste Automatismen und die sind mit so einer direkten Instruktion gar nicht gefüttert. Ja. Das ist der eine Grund, warum direkte Instruktion kein gutes Tool ist, um mit Embodiment zu arbeiten. Für den zweiten Grund habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht. Überschrift Riesenjubel. So, gucken Sie sich mal dieses Bild in Ruhe an. Sehen Sie diesen Mann da rechts ganz außen, der Trainer oder was das ist? Ich habe keinen Laserpointer. Ah doch, hier ist, ist das ein Laserpointer? Moment. Ja, guck, den hier meine ich. Ja. Stehen Sie mal bitte auf und machen mal den nach. Also so hinstellen und die Arme. Ja. Sie strecken Ihre Arme viel zu weit nach oben, die meisten. Gucken Sie mal, wie der die Arme hat. Die sind so, die sind nicht tonisiert. Gell? Und jetzt rufen Sie mal, juhu.
ist ein wahnsinnig authentischer Jubel. Gell? Ja. Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Dankeschön. Man sieht auf diesem Foto, dass der Fotograf gesagt hat, jetzt jubelt mal. Gell? Und da sehen Sie 25 Leute oder wie viele das sind, die nicht authentisch jubeln. Ja? Und wir machen gerade mal das Gegenteil, stehen Sie noch mal auf. Denken Sie mal an etwas, ja genau, an was ganz, denken Sie mal an was ganz Tolles. Und ich zähle 1, 2, 3 und auf 3 rufen Sie wirklich Juhu. Weil Sie denken an einen super Grund zur Freude und auf 3 rufen alle Juhu. Mit Embodiment dabei. Also, denken. 1, 2, 3. Juhu! Super. Ja? Ja, sich wieder hinsetzen. Was ist der Unterschied zwischen diesem Juhu mit der direkten Instruktion und diesem authentischen Juhu, was das Embodiment betrifft? Der Körper ist ganz anders tonisiert. Ja? Also es ist viel mehr Spannung drin, es ist viel mehr Impuls drin. Und man hat jetzt auch die Stimme, ja? Man hat ja sich richtig drauf gefreut, den Jubel rauszurufen. Ja? Und wenn wir das jetzt wieder ein bisschen theoretisch betrachten, dann erzeugt so eine Instruktion, etwas, was man theoretisch Inkonsistenz nennt. Das heißt, Sie werden dazu aufgefordert, von einem falsch arbeitenden Coach oder einer falsch arbeitenden Psychotherapeutin Verhalten zu simulieren, Embodiment zu simulieren. Und abgesehen davon, dass es Ihnen selber schlecht geht, wenn Sie sich so inkonsistent benehmen müssen, merkt es auch die gesamte Umgebung sofort, dass das nicht stimmt. Ja? Also Sie haben überhaupt nicht den Effekt damit. Und das ist mir eigentlich ein ganz großes Anliegen, dass ich diesen 1500 hochinteressierten Profis, die hier heute sitzen, das als Hauptbotschaft mit heimgeben möchte. Embodiment muss die Person selber generieren, wenn es ihr was bringen soll und wenn es authentisch wirken soll, auf sich selber und auf die anderen. Keine direkte Instruktion. Sonst hat man das Gefühl, man hockt irgendwie mit seinem Körper in so einem schiefen Haus drin und es hat nicht die Wirkung, die man haben möchte. Also jetzt haben wir ja gelernt, direkte Instruktion soll man lieber bleiben lassen. Ja, was machen wir denn dann? Natürlich muss ich Ihnen eine Alternative anbieten. Der Körper kann Worte verstehen, indem er ihren sinnlichen Gehalt im Gehirn simuliert. Das Wort Zimt zum Beispiel aktiviert Geruchszonen im Gehirn. Also man sagt Zimt, Leute liegen in so einem Scanner drin, man gibt ihnen das Wort Zimt rein und dann werden Geruchszonen aktiv. Die Bedeutung von Worten erfolgt über sensomotorische Simulation des Gehirns. Da sind mit dabei auch die Körpererfahrungen, die man mit diesem Wort hat. Und dann versteht man das Wort. Man erleichtert dem Körper also das Verstehen, wenn man Worte mit hohem sinnlichen Gehalt oder Bilder benutzt. Also es geht uns immer noch darum, wie kriege ich Zugriff aufs Embodiment? Wie kann ich jemandem dabei helfen, Körperhaltung zu erzeugen, die zu diesem Menschen auch passt? Es gibt hier die Theorie von der Wilma Bucci, die Triple Code Theory, die sagt, wir haben drei verschiedene Verkodungen, Sprache, Bilder und Körper. Und die Bilderwelt ist der Angelpunkt zwischen der Welt der Sprache und der Welt des Körpers und da sollte man einsteigen. Wenn ich Konsistenz erzeugen will, ist die Reihenfolge sehr wichtig. Ich muss erst
ein Bild raussuchen und dann kann ich dazu das Embodiment machen. Ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel, wie wir im Zürcher Ressourcenmodell diesen Vorgang durchführen. Ich hatte einen Telefonanruf von einer Frau, die sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, ich möchte ein Interview mit Ihnen machen zum Thema Embodiment. Das war eine Journalistin, aber ich kann bei Ihnen nicht persönlich vorbeikommen, denn ich bin in Osaka und ich rufe Sie an und dann erklären Sie mir bitte, wie Embodiment geht. Und es ist immer ein bisschen schwer, nur mit Worten, also in der Welt der Sprache etwas zu erklären, was sich auf die Welt des Körpers bezieht. Und darum habe ich gedacht, was mache ich jetzt mit der Frau? Ich frage sie am besten, ob sie ein konkretes Problem hat und mache dann mit ihr Embodiment zu diesem Problem. Und dann habe ich gesagt, habe sie irgendeinen Anlass heute im Laufe des Tages, wo sie gerne ein entsprechendes Embodiment hätten. Wo sie sagen, wenn ich mir das vorstelle, komme ich in so eine Stimmungslage, die gefällt mir nicht, ich hätte gern etwas anderes. Hat sie gesagt, ja, sie hat heute Abend japanische Gäste. Und da möchte sie gerne eine Haltung haben, wie sie als Deutsche diese japanischen Gäste empfangen kann. Ich konnte das gut nachvollziehen, weil so als deutsche Walküre kann man sich wirklich gegenüber diesen unglaublich zarten japanischen Frauen wirklich vorkommen wie so ein Elefant. Das war mir also absolut sofort nachvollziehbar. Und dann suchen wir ein Bild, so geht es los, ja. Und bei ihr habe ich angefangen mit zu fragen, gibt es eine Pflanze, die Eigenschaften hat, die Ihnen dabei helfen könnten, eine gute Gastgeberin zu sein. Und jetzt darf ich Sie mal gerade bitten, dass Sie sich mal 10 Sekunden mit dem Nebenmenschen darüber unterhalten, was für eine Pflanze hätte Eigenschaften, die dabei helfen könnten, eine gute Gastgeberin zu sein. Ah, und es wird Ihnen spontan was hochpoppen und das sagen Sie dann einfach mal. Reicht schon. Reicht schon. Ah, die Leute sind. So, Delle. Jetzt hätte ich einfach gerne von den ersten 3, 4 Reihen, rufen Sie mir mal 1, 2, 3 Pflanzen zu, weil ich Sie höre, wenn Sie was zurufen. Ein Rebstock. Warum Rebstock? Ah, es wächst viel dran und man kann da was abzupfen. Was war noch? Eine Orchidee. Warum? Und Mimose. Orchidee, warum? Ist filigran, anspruchsvoll und elegant. Ja? Und Mimose ist empfindsam. Also Sie sehen schon, was jetzt hier der Körper im Prinzip und das Unbewusste von den Menschen, was die für Bilder generieren. Ja? Und wichtig ist das Bild, was mir selber kommt, das ist das Bild, was ich gebrauchen kann. Ja? Das ist dann mein Bild und damit kann ich arbeiten. Was hat die Dame genommen? Da sind Sie jetzt sicher alle schon gespannt. Die hat das hier genommen. Ja? Und jetzt darf ich Sie mal bitten, stehen Sie mal alle auf. Und damit Sie den Unterschied merken, stehen Sie mal erst hin, wie Sie normal stehen. So als normal. Ja, als Normaldeutscher, genau, Naturfreunde Michelbach. Ja. Nein, normal. Und jetzt lassen Sie mal das Embodiment von der weißen Amaryllis in sich aufsteigen. Können Sie sich auch umgucken, beobachten, was mit dem ganzen Publikum passiert. Es passiert eine Aufrichtung. Ja. Und Sie können auch mal einfach ein bisschen ausprobieren, wenn Sie jetzt schauen, wie
in diesem Embodiment der weißen Amaryllis, wie die Kopfbewegungen sich ändern oder wie und ob die Gestik sich ändert in der Art einer weißen Amaryllis. Ja. Und ich frage jetzt die Feedbacks nicht einzeln ab, Sie können sich ja in der Pause darüber unterhalten. Es ist aber in den allermeisten Fällen ein deutlicher Unterschied spürbar. Die Bewegungen werden ruhiger, eleganter, der Blick geht anders, ja, er geht weiter. Also ideal im Prinzip für Gastgeberin, dürfen sich wieder hinsetzen. Und mit diesem Bild kann man jetzt das Embodiment ausbauen. Ja, wie atme ich, wie stehe ich, wie bewege ich mich und so weiter. Ausgangspunkt ist das Bild. Nochmal, damit Sie das systematisch sehen. In Worte gefasst wird die Absicht, ich möchte gute Gastgeberin sein. Dann wird dazu ein Bild gesucht. Und dann gibt es dazu das Embodiment. Und dann erfolgt Informationsverarbeitung, Gefühle und Verhalten und spontane Interaktionen mit der Umgebung als gute Gastgeberin finden in der Art einer weißen Amaryllis statt. Und Sie haben dann eine völlig andere Form von Kommunikation und Interaktion. Und zwar, die ist nicht geplant, sie ist spontan, kreativ und situationsadäquat angepasst. Anderes Beispiel, total goldig, ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Wir haben eine Studie geplant mit dem Fußballclub Concordia Basel und zwar mit der Mannschaft U14, also die jungen Spieler. Ja. Und mit denen haben wir einen Kurs gemacht und die durften sich Sachen raussuchen, was sie gerne haben möchten an neuer Haltung für schwierige Situationen beim Fußballspiel. Und das hier ist zum Beispiel das Embodiment von dem Mittelstürmer. Der hat als Mottoziel sich gebaut, ich spiele wie ein Tiger und bin das Herz der Mannschaft. Und die haben dann ihr Embodiment erarbeitet und das gezeichnet. Ja. Und mein Lieblingsembodiment ist das vom Torwart. Der Torwart hat gesagt, er hat immer Angst, wenn Elfmeterschießen ist. Es gibt ja auch das berühmte Buch von Peter Handke, Die Angst des Torwarts vom Elfmeter. Das ist völlig nachvollziehbar, wenn ich Torwart bin und vorne kommen die an, dass ich echt Angst habe. Und es ist sehr sinnvoll, wenn man sich dafür was erarbeitet. Dann haben wir gesagt, was hast du für Bilder? Und bei Jugendlichen zum Beispiel kann man auch immer fragen, gibt es eine Fantasiegestalt, die dir dabei helfen würde? Und dann sind die drauf gekommen, dass King Kong eine gute Fantasiegestalt für ihn wäre. Und man kann sich das sofort vorstellen, ein King Kong im Tor, das ist natürlich ordentlich was. Ja? Und man kann bei Jugendlichen auch fragen, hast du ein Idol, was Sachen kann, die du gerne haben könntest. Da hat er Oliver Kahn genommen. Ja? Und dann hat er sich dieses Embodiment gebaut. Ich bin King Kong Kahn. Ja? Und ich darf Sie mal kurz bitten, dass Sie doch mal alle aufstehen. Und jetzt machen Sie erstmal einen Torwart mit Angst. Die Angst des Torwarts vom Elfmeter, wie man dann hinsteht. Ich mache immer einfach, damit Sie diese Vorher-Nachher-Geschichten. Und jetzt sehen Sie mal King Kong Khan. Boah. Eieieiei. Da, sag mal, komm nur. Ja? Ja. Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Diese Vielfalt von Fallbeispielen, durch die ich Sie jetzt durchschleuse, die soll, so ist meine didaktische Absicht, dazu beitragen, dass Sie anfangen, Lust drauf zu kriegen, extrem spielerisch mit diesen Embodiment-Sachen umzugehen. Ja? Wenn man anfängt und Embodiment Menschen beibringt, dann ist es oft so, dass da so eine Ehrfurcht davor ist. Jetzt machen wir das Embodiment und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ja. Vergiss es, je leichter und lockerer und lustiger diese Sachen passieren, umso besser funktioniert es. Und Sie haben jetzt auch anhand dieser vielen Beispiele schon gemerkt, dass man je nach Situationstyp
völlig unterschiedliche Embodiments einsetzen kann und dass es überhaupt kein Problem ist, wenn Sie irgendwas haben, wo Sie merken, davor graut es mir, das finde ich nicht besonders toll. Also Beispiel, ich musste meinem Hund Analdrüsen drücken, hat mir der Tierarzt gesagt, das kann ich auch selber machen. Ja? Und ich habe gemerkt, mir hat es davor gegraut, dann macht man sich ein Motto-Ziel und ein Embodiment. Also es ist keine Situation zu gering, um nicht ein Embodiment dazu zu machen. Abgesehen davon, dass der Hund es sowieso merkt. Wenn Sie das falsche Embodiment haben, haut er sofort ab und da wird keine Analdrüse gedrückt. Ich habe noch ein Fallbeispiel, was noch überleitet zu meinem nächsten Thema. Das war ein Mann, der war Gastgeber im Schweizerischen Wirteverband. Und der hatte folgendes Problem, da war eine riesige Jubiläumsfeier und da hätte der Präsident des Wirteverbands eine Rede halten sollen. Und dieser Präsident des Wirteverbands ist vorzeitig verblichen. Eine Woche vor diesem Anlass war der verblichen und dann musste dieser Stellvertreter diese Rede halten. Und dieser Stellvertreter, das war so ein typischer, es gibt ja Menschen, die stehen gerne auf der Bühne und es gibt Menschen, die sind lieber im Hintergrund tätig. Und es war ein ganz klassischer Mensch, der viel lieber im Hintergrund tätig ist und der musste jetzt auf die Bühne gehen, weil es halt einfach sein Job war. Dann ist er zu mir ins Coaching gekommen und war also völlig fertig mit den Nerven, ja, einfach vor Stress und Angst und Aufregung. Und wie arbeitet man, wenn es sehr schnell gehen muss, der hatte nur eine Woche Zeit, mit Embodiment geht es fantastisch. Und zudem habe ich gesagt, lassen Sie mal ein Bild in sich aufsteigen von einer Situation, die Ihnen dabei hilft. Also den habe ich in eine Situation geführt. Ich bringe Ihnen jetzt auch viele verschiedene Beispiele, damit Sie sehen, wie man Bilder zu Embodiment evozieren kann. Und dann hat der, also da, mit dem habe ich jetzt eine kleine Trance gemacht und habe ein Bild aufsteigen lassen. Und jetzt gucken Sie mal, was der gebracht hat. Ein Rhönrad. Und jetzt machen wir es so. Also ich lasse Sie jetzt nicht aufstehen und alles Rhönrad machen, weil das ist sehr raumgreifend, ja. Aber wenn Sie vielleicht mental das Rhönrad machen, also stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind angsterfüllt und verschreckt, da ist man ja so in sich zusammengekauert. Ja? Und dieses Rhönrad macht weit. Ja? Und durch diese Bewegungen, das dreht sich ja so, ja? Das ist im Prinzip so eine Art Wiegebewegung, die dann das Unbewusste ihm geschickt hat. Ja? Und was auch für ihn charakteristisch war, ich habe dann gesagt, gibt es denn eine Farbe, in der dieses Rhönrad funktioniert, diese Bilder? Dann hat er gesagt, ja, altrosa. Es ist alles altrosa. Und da habe ich mit diesem Menschen einen zweiten Schritt begonnen, den ich Ihnen auch noch nahebringen will, nämlich die Koppelung von Umwelt und Körper und Umwelt und Psyche. Wenn wir über Embodiment sprechen, dann wird ganz oft der Teil Körperarbeit unwillkürlich sofort in den Blick gefasst. Und es ist ja auch auf dieser Tagung das Zentrum des Themas. Aber zu dem Embodiment-Ansatz gehört auch noch das Eingebettetsein in die Umwelt. Die gehört dazu und die stimuliert mich genauso. Und ich habe zu ihm gesagt, wie können Sie denn jetzt Ihre Umwelt so ausstatten, dass möglichst viel Altrosa darin auftaucht, damit durch Mustererkennung dieses erwünschte neue neuronale Netz mit dem Rhönrad aktiviert wird. Hat er gesagt, ha, ich bin ja der Gastgeber, ich kann ja bestimmen, die ganze Tischdekoration wird alles Altrosa. Ja? Altrosa Blumenschmuck, altrosa Kerzen, altrosa Servietten, altrosa. Irgendeine Tischdeko muss man ja machen. Ja? Achten Sie drauf, wie kann ich die Umwelt so gestalten,
dass ich die Koppelung von mir zur Umwelt optimal hinkriege, dass das, was ich möchte, auch stimuliert wird. Für diesen Zusammenhang habe ich Ihnen zwei Witze mitgebracht, dass der Ihnen richtig so didaktisch gut reingeht. Jetzt muss ich zur Toilette. Ich war doch erst vor 5 Minuten, wo das wohl wieder herkommt. Und nun zurück zur Sendung Bier trinken am Wasserfall. Ja? Das ist Koppelung, Umwelt, Körper. Ja? Anderes Beispiel, warum sich Hausfrauen niemals langweilen. Weil die Gegenstände Impulse aussenden. Man nennt es, das hat einen Namen in der Wissenschaft, Affordanzen heißt es. Alltagssprache heißt Aufforderungscharakter. Ja? Umgebung hat einen Aufforderungscharakter. Und es wird sehr oft bei uns systematisch unterschätzt, was Umgebung mit mir macht an Stimmung, an Haltung, an Informationsverarbeitungsbereitschaft und an Handlungsbereitschaft. Ich möchte Ihnen ein Beispiel von mir persönlich erzählen zum Abschluss, wo ich Ihnen mal zeige, wenn man damit arbeitet, also mit dem Umweltaspekt jetzt, ja, wie man das systematisch macht. Das ist die Orgel, an der ich Orgel spiele. In Aach, wo ich wohne. Und ich habe im November letzten Jahres die Ausbildung zur nebenamtlichen erzbischöflichen Organistin begonnen. Also das heißt, ich bin noch nicht Organistin, ich lerne es gerade erst. Und Orgel spielen ist eine fürchterlich aufregende Sache, weil Sie müssen registrieren und dann dieses Pedal, also es ist wahnsinnig, ja. Und das ist so lustig, ich bin beim Orgelspielen immer wahnsinnig aufgeregt und die Leute sagen immer, aber Maja, wieso denn, du schwätzt doch vor 2000 Leuten, jetzt in Aach sitzen 30 Omis, ja. Es ist echt verrückt, 2000 Leute macht mir gar nichts, meine 30 Omis, ich bin total aufgeregt, ja. Ja. Also, dann habe ich festgestellt, also das war Advent, und da gab es ein Lied, Hauet Himmel den Gerechten, das ist sehr schwer, S-Dur, das sind 3b. Und ich war aufgeregt und aufgeregt und aufgeregt mit diesem Hauet Himmel den Gerechten, Wahnsinn. Ja. Wenn man ZRM macht oder Selbstmanagement macht und man stellt fest, ich bin in einer Affektlage, die mir nicht gefällt, dann sucht man sich ein Bild. Ja. Und ich habe mir dieses Bild gesucht. Wir haben dazu ein Online-Tool auf einer werbefreien Homepage, wo man sich nicht registrieren muss und wo es nichts kostet. Wenn Sie in der Pause mal wollen, probieren Sie es mal aus. Und das, der Link Online-Tool, ja, auf unserer ZRM-Seite. Da kommen verschiedene Bilder und dann kann man schauen, welches Bild kann ich gebrauchen für die Situation. Ich hatte dieses Säuli. Und dieses Säuli hat 2 Dinge gehabt, die für mich wichtig waren. Da gibt es so ein Vorgehen, Ideenkorb heißt es, wo man bestimmte Assoziationshilfen bekommt. Das eine ist, dass das Säuli mit der Welt schmusen tut. Das heißt, es tut das Publikum nicht als kritische Zuhörer imaginieren, sondern es sagt, Mensch, die sind so lieb, sind liebe Leute. Ja? Das ist eine innere Vorstellung von lieb. Ist auch wirklich so, meine 30 Omis sind total süße. Die freuen sich, wenn ich Orgeln tue. Ja? Und dann hat es, was das Embodiment betrifft, dieses Säuli ein Ringelschwänzchen. Und jetzt probieren Sie mal gerade was aus im Sitzen. Sie dürfen sitzen bleiben. Das ist so faszinierend. Als ich das mit diesem Säuli gemacht habe, es ist einfach umwerfend. Also sitzen Sie mal erst angsterfüllt an der Orgel. Also stellen Sie vor, Sie haben Ihre Manuale. Und jetzt, wenn man halt aufgeregt ist und Angst hat. Ja? Und jetzt stellen Sie sich ein kleines Ringelschwänzchen hinten vor und achten mal drauf, was das mit Ihrem Körper macht. Es richtet die Lendenwirbelsäule auf. Ne? Ist doch süß, oder? Und jetzt geht alles hoch und dann sitzt man so da, ja? Man orgelt in einer ganz anderen Haltung. Wegen dem Ringelschwänzchen. Diese kleine,
diese kleine Maßnahme, also ich bin jedes Mal, wenn ich es für mich selber ausprobiert, von Neuem fasziniert, wie schnell und irrsinnig das Unbewusste weiß, was man braucht. So, und jetzt zeige ich Ihnen mal, was ich jetzt gemacht habe. Das Säuli ist jetzt neben den Noten. Ja? Jetzt sehen Sie hier etwas, das hat jeder Organist, das ist der Liedplan. Ja, da steht drauf, wann man was macht, wie der Gottesdienst abläuft. Sie sehen, ich habe meine Sachen mit rosa markiert. Ja? Also ich gucke, wie kann ich in die Umwelt Stimuli reinpacken, die mein erwünschtes neuronales Netz aktivieren. Ja? Dann habe ich den Ablauf, sehen Sie, da ist alles, was heute ist, ist bei mir auch rosa. Ja? Immer wenn ich gucke, was muss ich gerade spielen, bekomme ich rosa als Stimulus. Und dann dürfen Sie dreimal raten, ah, das sieht man jetzt nicht, gell? Dass ich da eine rosa Jacke anhabe. Sieht man nicht. Ja? Aber kann man sich denken, oder? Eigentlich. Wenn ich Orgel spiele, habe ich immer was Rosanes an. Und jetzt habe ich heute auch noch was Rosanes angezogen, damit Sie das gleich sehen. Ja? Wie wenn man gezielt darauf achtet, wie Umwelt und meine Person gekoppelt sind, wie ich ganz viele Gelegenheiten nutzen kann, um die Umwelt so auszustatten, dass das geschieht mit mir, mit meinem Körper, mit meiner Handlungsbereitschaft, was ich gerne möchte. Ja? Und diese Thematik mit der Umwelt und das, was Umwelt mit uns macht, das ist die nächste große Baustelle in meinen Augen, was Embodiment betrifft in der gesamten Psychotherapie, in der gesamten Beratung, im gesamten Coaching, in der Arbeitswelt, in der Schule. Ja, das ist bis jetzt eine Domäne von Physiotherapie und ein paar so Sportwissenschaftlern, die kommen mit gesund Leben und Bewegung, was keiner hören will, gehen. Ja. Da ist so viel kreatives Potenzial. Und wenn wir hier einen Keim setzen können, dass wir auch diesen Umweltaspekt noch mit reinnehmen, das wäre fantastisch. 1500 Leute rausgehen und Umwelt beachten, super. Zum Abschluss habe ich Ihnen noch, diesen Witz kennt eigentlich jeder, gell? Den schicken mir immer wieder so Erstsemesterstudenten ganz süß, sagen, Maja, ich habe einen tollen Witz gefunden über Embodiment. Kennen alle. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, das ist derselbe in ressourcenorientiert. Wedel, 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 oder? Ich mache mir schöne Gedanken. Also das ist genau dieselbe Technik wie von Charlie Brown, allerdings mit Ressource. Und das hat mir eine liebe Freundin gemalt. Der habe ich voller Begeisterung von meinem Ringelschwänzchen erzählt. Und dann hat sie mir dieses Bild gezeichnet. Ist das nicht süß? Also beim Tauen sich trauen, tauet Himmel den Gerechten, und dann sehen Sie hier das Ringelschwänzchen. Und wenn man eben auch Menschen dann von diesen inneren Bildern erzählt, also ich habe das Beispiel deswegen mitgebracht, damit Sie sehen, wie liebevoll die Umgebung oft dann halt auch auf diese inneren Bilder reagiert. Ja? Also man setzt damit eine extrem positive Spirale in Gang. Die Leute wissen, mit was sie ihnen eine Freude machen können, ja, und sie wissen, was man ihnen Schönes zum Geburtstag schenken kann. Und ich habe jetzt noch so ein süßes, persönliches Orgel-Säuli-Geburtstags-Spezialbild, das ist doch umwerfend, oder? Darum haben wir eben auch gesagt, das nächste Mal müssen wir unbedingt Orgel spielen. Haben Sie das schon gesehen, dass da oben eine Orgel ist? Ja, ja, hier ist eine Orgel, nämlich. Ich möchte meinen Vortrag beenden mit einem Zitat von Esther Fellen, eine Kinderpsychologin, die gesagt hat, das Ziel der Entwicklung ist es nicht, sich aus der reinen Sensomotorik herauszuentwickeln in die kognitive Entwicklung, sondern das Ziel besteht darin, dem Geist im Körper eine Heimat zu bereiten. Das finde ich ein wunderschönes Zitat. Und damit wünsche ich Ihnen viel Spaß in Ihrem Körperhaus. Dankeschön. Applaus